Guten Abend, herzlich begrüße ich Sie zum zweiten Abend unserer Komplett vor Weihnachten. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Bevor des Tages dich verlegt, o Herr der Welt, hör dies Gebet. Behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein. Uns mach am Morgen uns bereit zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte wacht, uns mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Weihnachten 1223, 3 Jahre vor seinem Tod, geht Franz von Assisi mitten in der heiligen Nacht nach draußen in den Wald. Die Leute folgen ihm in Scharen auf dem Weg in die Nacht. Jung und alt, Frauen und Männer, viele Arme, aber auch Wohlhabende, ein langer Zug mit Fackeln und Kerzen. Ungewöhnlich genug, was draußen vor der Stadt Greccio geschieht. Mitten im Wald wird ein Stall hergerichtet und die Krippe mit Heu und Stroh, das Kind darauf, Maria und Josef, Ochs und Esel. In der heiligen Messe singt Franz als Diakon das Evangelium und deutet vor der Krippe das Geheimnis der heiligen Nacht. Franziskus hat als erster die Krippe von Bethlehem leibhaftig dargestellt. Ihm verdanken wir diesen Brauch, der Weihnachten bis heute geprägt hat. Seither gehören Ochs und Esel zu jeder Krippendarstellung. Aber woher kommen sie eigentlich? Die Weihnachtsgeschichten des Neuen Testamentes erzählen bekanntlich nichts davon. Wenn wir dieser Frage nachgehen, stoßen wir auf einen Sachverhalt, der für das ganze weihnachtliche Brauchtum, ja überhaupt für die weihnachtliche und österliche Frömmigkeit der Kirche in Liturgie und Volksbrauch
gleichermaßen wichtig ist. Ochs und Esel sind nicht einfach Produkte frommer Fantasie. Sie sind durch den Glauben der Kirche an die Einheit von Altem und Neuem Testament zu Begleitern des weihnachtlichen Geschehens geworden. In Jesaja Kapitel 1, Vers 3 steht nämlich: Seinen Eigentümer erkennt ein Ochse, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keinen Verstand. Die Kirchenväter sahen in diesen Worten eine prophetische Rede, die auf das neue Gottesvolk, die Kirche aus Juden und Heiden, vorausweist. Vor Gott waren alle Menschen, Juden und Heiden, wie Ochsen und Esel, ohne Vernunft und Erkenntnis. Aber das Kind in der Krippe hat ihnen die Augen aufgetan, sodass sie nun die Stimme des Eigentümers, die Stimme ihres Herrn erkennen. In den mittelalterlichen Weihnachtsdarstellungen fällt immer wieder auf, wie den beiden Tieren fast menschliche Gesichter gegeben sind, wie sie wissend und verehrend vor dem Geheimnis des Kindes stehen und sich beugen. Aber erkennen wir ihn wirklich? Wenn wir Ochs und Esel in die Krippe stellen, muss uns das ganze Jesaja-Wort in den Sinn kommen, dass er nicht nur Evangelium, Verheißung kommender Erkenntnis, sondern auch Gericht über gegenwärtige Verblendung ist. Ochs und Esel erkennen, Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keinen Verstand. Wer ist heute Ochs und Esel? Wer mein Volk, das ohne Verstand ist? Woran erkennt man Ochs und Esel? Woran mein Volk? Warum überhaupt ist es so, dass die Unvernunft erkennt und die Vernunft blind ist? Nun, wer nicht erkannte, das war Herodes, der auch nichts begriff, als ihm von dem Kind erzählt wurde, sondern der von seiner Herrschsucht und dem ihr zugehörenden Verfolgungswahn nur umso tiefer verblendet wurde. Wer nicht erkannte, das war ganz Jerusalem mit ihm. Wer nicht erkannte, das waren die Menschen in weichen Kleidern, die feinen Leute. Wer nicht erkannte, das waren die gelehrten Herren, die Bibelkundigen, die Spezialisten der Schriftauslegung, die zwar genau die richtige Bibelstelle wussten, aber dennoch nichts begriffen. Wer erkannte, das waren, verglichen mit diesen renommierten Leuten, Ochs und Esel, die Hirten, die Magier, Maria und Josef. Konnte es anders sein? Im Stall, wo das Kind Jesus ist, da sind die feinen Leute nicht. Da sind eben Ochs und Esel zu Hause. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und
und ruhe in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, der bei mir war. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Du, Gott, ein Kind in der Krippe, du bist auf der Seite der Kleinen. Du ergreifst Partei für alle, die nicht angenommen werden. So lasse mich dich nicht in Glanz und Herrlichkeit suchen, sondern dort, wo die Kinder schreien, wo Mensch und Tier beisammen wohnen, in den Höhlen und am Straßenrand. Gib mir die Einfachheit der Hirten und die Demut der Weisen, damit ich dich erkenne als Kind in der Krippe. Heute. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Maria durch